Hallo, ich bin Philipp Wampfler und im folgenden Video möchte ich gerne einführen in die Grundlagen des Hybridunterrichts. Was ich erzähle, ist so eine kompakte Zusammenfassung von Theorie und Good Practice, wie wir sie im letzten Frühling erlebt haben. Und das sollte eigentlich eine Ausgangslage sein für Planung, für Entscheidungen, für Reflexion der kommenden Hybridphasen. Ich habe einen YouTube-Kanal, der heißt Digifernunterricht und das ist Folge 89 davon. Dort habe ich schon ein paar Aspekte rund um die Frage der Gestaltung des Distanzlernens erklärt. In einem ersten kurzen Teil werde ich Vorbemerkungen machen, die wichtig sind fürs Verständnis des Folgenden und dann zuerst auf Axiome eingehen, die besonders wichtig sind und dann ein paar Modelle zeigen, wie Hybridunterricht funktionieren könnte. Zunächst möchte ich festhalten, dass ich zusammen mit Wanda Klee und Axel Krommer für NRW Impulse für das Lernen auf Distanz formuliert habe. Diese Impulse sind für mich wirklich der zentrale Orientierungspunkt. Da stehen immer in derselben Syntax Hinweise drin, die zeigen, dass wir uns hier so in einer gewissen Bandbreite bewegen, dass gewisse Standards gesichert werden müssen. Also beispielsweise, es braucht, das ist der erste Hinweis, es braucht Tools und Apps, so viele wie nötig, aber es braucht viel, viel mehr Empathie und Beziehungsarbeit. Und das kann man nicht gegeneinander ausspielen, sondern das hängt zusammen. So sind diese Impulse formuliert und ich werde die jetzt nicht einzeln noch einmal vorstellen, sondern in dem, was ich sage, da wird deutlich, diese Impulse fließen in meine Gedanken ein. Und wenn man das nochmal kompakt nachlesen möchte, auch mit Praxisbeispielen, dann danach googeln, Impulse für das Lernen auf Distanz, NRW, und dann findet man die Seite, wo die aufgelistet ist. Wanda Klee, Axel Krommer und ich haben gemeinsam jetzt auch einen Band dazu geschrieben, einen Sammelband, der erscheint im Februar bei Belz. Das ist schon ein bisschen Vorausschau. Begriffe, ganz kurz. Distanz- und Präsenzunterricht, ich glaube, sollte soweit deutlich sein. Ich möchte nicht von einem Lockdown oder von einer Schließung von Schulen sprechen, weil die Schulen waren nie geschlossen, sondern der Unterricht wurde einfach als Distanzunterricht weitergeführt. Und Präsenzsetting, da würde ich einfach sagen, da sind die Lernenden im Klassenzimmer Präsenz, beim Distanzunterricht sind sie nicht im Klassenzimmer. Jetzt hybride Unterricht, Blended Learning und Flipped Classroom sind Begriffe, die ähnliche Phänomene bezeichnen. Hybrid heißt, wenn wir uns das jetzt beim hybriden Auto vorstellen, hat zwei Antriebsarten, die abwechseln. Während bei Blended, wenn man so einen Blender hat und einen Smoothie macht, dann lässt sich nicht mehr wirklich unterscheiden, was ist es jetzt ein Stück Karotte oder ist es ein Stück Ananas, das ich ja in meinem Smoothie drin habe, sondern das ist durcheinander gemischt. Das vielleicht spielt dann eine stärkere Rolle, während Flipped Classroom heißt, es ist irgendwie, es geht um Instruktion und um eine Übungsvertiefungsphase, dass diese Zweiteilung des Unterrichts dann auch umgedreht werden kann, dass die Instruktion individuell durchgeführt werden kann im Distanzunterricht, während die Übungs- und Vertiefungsphase im Präsenzunterricht stattfindet. Aber grundsätzlich würde ich jetzt bei hybridem Unterricht sagen, das ist irgendeine Art von Kombination von Distanz- und Präsenzunterricht. Und deshalb werde ich jetzt Hybrid als Begrifflichkeit verwenden. Module und Lerngruppen, das wird recht klar. Ich denke, eine Unterrichtseinheit lässt sich in Module unterteilen. Das können Schulstunden sein, das kann aber dann auch ganz anders bezeichnet werden. Das werde ich dann kurz erklären. Und Lerngruppen sind Teile von Klassen oder von Kursgruppen, in die man die unterteilen könnte. Jetzt komme ich zu Axiomen. Das sind eigentlich Vorannahmen, die man nicht begründen kann, nicht begründen muss. Ich werde einige dieser Annahmen auch ein bisschen begründen, aber das sind eigentlich die Dinge, von denen ich ausgehe. Und wenn Sie das jetzt schauen und denken, nee, davon möchte ich jetzt nicht ausgehen, dann ist klar, dass Sie zu anderen Ergebnissen und Resultaten kommen werden, als ich oder wir, die in ähnlichen Zusammenhängen denken, das tun. Zunächst kann man sich nicht den Distanzunterricht so vorstellen, dass man sagt, wir haben Präsenzunterricht und den bauen wir jetzt im digitalen Raum nach. Wir versuchen jetzt für jede Form oder für jede Methode aus dem Präsenzunterricht eine entsprechende Umsetzung im digitalen Unterricht zu finden. Das
kann und wird nicht funktionieren. Das sieht man am einfachsten dort, wo das Bildungssystem im Moment krankt. Das sind die Prüfungen, die Prüfungskultur. Die funktionieren schon im Präsenzunterricht überhaupt nicht gut, weil sie Druck schaffen, weil sie unfair sind. Das führe ich jetzt nicht aus, das wäre ein anderes Thema. Aber wenn wir die dann noch einmal digital nachbilden und denken, ja, jetzt müssen wir da irgendwie Prüfungssettings machen, dann führt das zu einer Überwachungssituation, die unerträglich, die unmöglich ist, wo wir sehen, okay, das, was im Präsenzunterricht teilweise abläuft, das können wir in diesem Distanzunterricht gar nicht nachbauen. Und eine einfache Konsequenz ist, dass Stundenpläne sich so nicht übertragen lassen. Also die Vorstellung zu haben, wir haben einen digitalen Stundenplan und da funktionieren die Stunden genau gleich, wie wenn die Schülerinnen und Schüler im Schulzimmer wären, im Klassenzimmer wären, das geht so nicht. Deshalb muss ich mir überlegen, als Person, die Distanzunterricht plant, wie kann ich Routinen und Rituale schaffen, die auch dann möglich sind, wenn das Treffen vor Ort nicht möglich ist, nicht sinnvoll ist. Und von diesem Begriff der Routine und Rituale auszugehen, also beispielsweise haben wir an meiner Schule lange Zeit ein Morgenritual gemacht in der Zeit des Distanzunterrichts. Das heißt, die ganze Klasse hat sich am Morgen, wenn sie begonnen haben zu lernen, haben sich einmal getroffen und da fand was statt. Also ein Lehrer hat beispielsweise gelernt zu jonglieren. Also er hat es selber gelernt und die Schülerinnen und Schüler haben das auch alle gelernt, mit möglichst vielen Bällen jonglieren. Und dann hat man sich das so gegenseitig gezeigt, hat den Fortschritt beobachten können. Es fand ein Austausch statt und dann hat das Lernen unter Tag begonnen. In der anderen Klasse hatte ich eine Game-Gruppe. Wir haben so einfache Online-Spiele. Im Moment ist das gerade Among Us, das man spielen würde. Einfache Online-Spiele zusammen gespielt. Zu bestimmten Zeitpunkten, oft war das so der Freitag zum Wochenausklang. Also es gab Routinen und Rituale, wo man sich im virtuellen Raum begegnen konnte, die aber nicht an den Stundenplan gekoppelt waren. Das würde ich so als eine Konsequenz aus diesem ersten Axiom bezeichnen. Zweites zentraler Fokus des Distanzunterrichts sind asynchrone Lernphasen, und dazwischen können Synchrone treten, aber grundsätzlich geht man davon aus, Lernende übernehmen die Verantwortung für die Planung ihres Lernens, also sowas wie Wochenplanaufgaben, sowas wie selbstorientiertes Lernen rückt dann in den Vordergrund und nicht die Vorstellung, ja, die 30 Menschen, die jetzt zusammen in der Klasse sind, die können nur lernen, wenn sie alle gleichzeitig dasselbe tun. Auch das ist eine Vorstellung, die im Präsenzunterricht absolut überholt ist. Also diese Gleichschaltung hat einen sehr hohen Preis und ganz wenige Vorteile. Und das dann zu sagen, ja, das muss jetzt auch im Distanzunterricht, wo es gar nicht nötig ist, noch beibehalten werden, das ist einigermaßen absurd. Also deshalb asynchrones Lernen, wie klar machen, was sind Lernphasen, was sind Lernschritte, aber wann die absolviert werden, das muss den Lernenden überlassen werden, das muss teilweise in ihrer Verantwortung auch übergeben werden können. Damit das klappt, braucht es viel Vertrauen. Ich kann das nicht mit Schülerinnen und Schülern machen, bei denen ich denke, sobald ich sie nicht beobachte bei ihrem Lernen, dann lernen sie nicht mehr. Und dieses pädagogische Vertrauen ist ganz elementar. Und das kann man nicht plötzlich in der Phase des Distanzunterrichts aufbauen. Also wenn ich den Eindruck habe, ich als Lehrkraft muss kontrollieren, ich muss bestrafen, ich muss beobachten, was die tun, dann kann ich nicht locker in den Distanzunterricht gehen und denken, ich mache jetzt mal ein gutes hybrides Setting, sondern da muss Vertrauen, Beziehungsarbeit schon passiert sein, es muss eine Lernkultur da sein. Das heißt, eigentlich hätte jetzt in der Phase, in der Präsenzunterricht wieder möglich war, ganz viel Arbeit an dieser Lernkultur stattfinden sollen. Und klar, das ist nicht überall passiert. Aber wenn diese Lernkultur nicht gegeben ist, dann heißt das nichts grundsätzlich über die Möglichkeiten des Hybridunterrichts, sondern das heißt einfach, es ist gar keine gute Lernkultur da, das muss erst erarbeitet werden. Und ich würde sehr davon warnen, das auf bestimmte Schülerinnen oder Schüler abzuschieben und zu sagen, ja, mit dem Typus Schülerinnen oder Schüler, die jetzt bei mir in der Klasse sind, da geht das einfach nicht, weil die funktionieren nicht so, sondern ich würde sagen, nein, eigentlich, das geht mit allen Schülerinnen und Schülern, aber sie müssen in dieser Kultur eingeführt werden, sie müssen das Vertrauen spüren, sie müssen Wertschätzung spüren für ihr Lernen, dann können sie auch Verantwortung dafür übernehmen.
Ganz wichtig ist, dass die Lernsettings an die Lerngruppe angepasst werden. Man kann nicht sagen, es gibt den Hybridunterricht und dieses Modell setzen jetzt alle Schulen um, egal wer da in den Klassenzimmern sitzt, sondern das müssen eigentlich die Lehrkräfte im Rahmen ihrer pädagogischen Freiheit auch entscheiden können. Und mein Kollege Axel Krommer, der hat dieses Modell der Schieberegler entworfen, was ich sehr, sehr passend finde. Also, was Sie jetzt nicht sehen, weil mein Video das verdeckt, ist der Fernunterricht. Also da steht der Schieberegler zwischen Distanz- und Fernunterricht. Und das ist wichtig, dass dieser hybride Unterricht ganz unterschiedlich positioniert sein kann. Also ich kann sagen, ja, ein Nachmittag in der Woche ist Fernunterricht und der Rest oder ist Distanz. Ah, Entschuldigung, das verdeckte ist Präsenzunterricht. Also wenn ich das jetzt so habe, dann würde ich vielleicht sagen, so wie der Schieberegler eingestellt ist, ein Nachmittag in der Woche ist Distanz- oder Fernunterricht und der Rest ist Präsenzunterricht. Und ich kann das in die Mitte schieben und sagen, es ist ungefähr 50-50. Ich kann dann aber auch ganz auf Distanzunterricht umschalten. Und das führt dazu, je nachdem, wie ich diesen Schieberegler einstelle, dass ich die anderen Schieberegler auch anpassen muss. Also vielleicht braucht es im hundertprozentigen Präsenzunterricht etwas mehr Kontrolle und Struktur und im Distanzunterricht etwas mehr Vertrauen und Freiheit, aber vielleicht auch ist es gerade umgekehrt. Und das kann man nur entscheiden, wenn man den konkreten Lernkontext kennt, wenn man weiß, was ist das für eine Schule, was sind das für Schülerinnen und Schüler, was ist für eine Lernkultur vorhanden, dann kann ich das alles gut einstellen und das so passend machen. Also, wenn Modelle gewählt werden für größere Schulen oder für ganze Schulkreise, dann müsse man diese Freiräume mitbedenken und sagen, ja, eigentlich ist es die Lehrkraft, die dann letztlich entscheidet, wie diese einzelnen Feinheiten zu bestimmen sind. Ganz wichtig ist, dass es offene Aufträge gibt. Man hat ganz viele Klagen von Eltern, auch von Schülerinnen gehört, dass sie diese engmaschigen Arbeitsblätter bekommen, bei denen es dann wieder ganz wichtig ist, dass man Korrekturen erhält, damit man weiterlernen kann. Und das ist natürlich, vieles im Schulsystem funktioniert so, dass man irgendwelche Materialien hat, die man dann kopieren kann und nach Hause geben muss. Und ein größerer Wandel im Moment findet jetzt so statt, dass man sagt, nein, eigentlich geht es um Lernprodukte, es geht um offene Aufträge, es geht darum, auch Zusammenhänge herstellen zu können, produktiv sein zu können. Schülerinnen und Schüler sollten nicht einfach rezipieren und wiedergeben, sondern sie sollten sich Wissen aktiv aneignen und konkrete Produkte umsetzen können. Und das gilt für gute Phasen im Distanzunterricht genauso natürlich wie für den Präsenzunterricht. Aber jetzt die spezielle Situation des Hybridlernens kann hier Möglichkeiten schaffen, das zu vertiefen. Ich werde das dann bei den Modellen noch einmal ganz konkret vorstellen, wie ich das gemacht habe. Wichtig ist hier, dass diese offenen Aufträge und die Lernprodukte dann nicht zu einer Belastung für die Eltern führen, dass es nicht mehr Aufwand ist für alle Beteiligten, sondern dass es Dinge sind, die die Schülerinnen und Schüler alleine oder gemeinsam mit anderen Lernenden gut umsetzen können und wo man nicht sagt, ja, das ist jetzt eigentlich eine Beschäftigung für die ganze Familie, weil die Eltern, die sind ohnehin stark belastet, wenn die Schülerinnen und Schüler zu Hause lernen sollen, umso mehr. Und da sie dann noch aktiv einzubeziehen in den Unterricht, das ist aus meiner Sicht ein Fehler, sollte man nicht tun. Damit bin ich bei Axiom 6, dem letzten. Ich würde wie bei vielen Dingen in der Schulentwicklung nicht zu große, zu hastige Veränderungen vornehmen, weil das ganz viel Unsicherheit und Verwirrung schaffen kann, sondern sagen, wir machen mal kleine Schritte, die aber in die richtige Richtung gehen. Die Richtung ist die dieser Impulse, die dieser Axiome aus meiner Sicht. Und das heißt, ich probiere mit einer Klasse mal etwas aus, schaue, wie es geht. Wenn es funktioniert, dann behalte ich es bei und führe das nächste ein. Wenn es nicht funktioniert, gehe ich einen Schritt zurück und versuche einen anderen Schritt zu machen. Das scheint mir eine gute Möglichkeit zu sein, um belastbaren, tragfähigen, zukunftsfähigen Hybridunterricht zu entwickeln. Ich habe mit Adriane Langela zusammen habe ich diese Übersicht über Videokonferenzen entworfen. Das möchte ich abschließend noch sagen, weil das gut auch zusammenfasst, was ich jetzt ausgeführt habe. Also wie sollen Videokonferenzen eingeführt werden? Man sieht jetzt hier, es gibt diese zwei Dimensionen. Also es gibt oben Kontrolle, Struktur, unten Vertrauen, Freiheit und asynchron und synchron. Und wenn Sie jetzt
verstanden haben, was ich sagen wollte, dann werden Sie merken, ich möchte eigentlich und Adriane möchte das auch zu dieser gelebten Wir-Kultur im dritten Quadranten kommen, dass man sagt, es gibt gemeinsames Arbeiten, das ist, geht aus von den Bedürfnissen der Lernenden und ist ergebnisoffen. Videokonferenzen werden dann natürlich so eingesetzt, dass man vielleicht locker nebeneinander arbeitet, dass man sich Ergebnisse vorstellt. Da gibt es verschiedene Phasen. Wenn man aber an diese totale Überwachung denkt und auch an eine Emulation des Präsenzunterrichts, dann denken Schulen und Lehrkräfte noch viel zu stark, dass eine Videokonferenz eine Schulstunde 1:1 abbilden sollte. Das ist nicht möglich, das soll nicht gemacht werden, das verbraucht unglaublich viele Energien, führt zu Ermüdungserscheinungen, dafür würde ich ganz, ganz stark abraten. Was auch nicht sein darf, das ist auf der rechten Seite, das heißt unvorbereitetes Chaos, das kann man jetzt nicht lesen, wiederum, weil mein Video da über der Folie liegt, dass man eigentlich sagt, ja, wir treffen uns mal und dann passiert einfach irgendetwas, dass dann wirklich die Struktur fehlt, das scheint mir auch problematisch zu sein. Also von Videokonferenzen aus kann man ganz viel erkennen, was eigentlich die Vorannahmen und die Funktionsweise von Hybridunterricht ist. Was sind eigentlich für mich gute Videokonferenzen? Wann bin ich zufrieden? Wann ist es nicht unglaublich ermüdend? Und wenn ich von dem ausgehe, dann merke ich beispielsweise lange Vorträge von jemandem. Das ist kein Format für eine Videokonferenz, sondern lange Vorträge, die kann ich auslagern, so wie ich jetzt ein Video mache, dass Sie sich dann anschauen können, wenn Sie Zeit haben. Sie können auch unterbrechen, sich einen Tee machen, Sie können auch abbrechen, wenn Sie finden, der Wampler, das interessiert mich alles gar nicht, was er sagt. Das ist sinnvoll, das auszulagern. Wenn ich jetzt aber ein Zoom-Meeting mache oder irgendwas, Jitsi-Meet, und ich rede eine halbe Stunde über Hybridunterricht, das ist eine Belastung für Sie und das ist kein sinnvolles Format. Also überlegen, wie kommen wir zu einer gelebten Wir-Kultur in allen Formen des hybriden Arbeitens, das scheint mir so der zentrale Punkt zu sein. Ich komme zum dritten Teil, das ist ganz kurz die Modelle, die denkbar sind. Grundsätzlich können Sie sich das einfach so vorstellen, also auf der linken Seite, wenn Sie jetzt von Hybridunterricht ausgehen, Sie teilen eine Lerngruppe oder Sie teilen eine Klasse einen Kurs in verschiedene Lerngruppen auf und Sie haben verschiedene Module. Das ist so, wie was gelernt werden sollte. Also erst muss ich Modul 1 lernen, dann Modul 2, dann Modul 3. Das ergibt dann so vielleicht einen Kompetenzaufbau. Und jetzt wäre es natürlich möglich, dann umrahmt, das wären Präsenz-Settings. Also ich kann dann sagen, eine Lerngruppe, die kommt zum Präsenz-Setting und hat dann zwei Module, die nicht in Präsenz stattfinden. Und die Frage ist jetzt, wie teile ich das Ganze auf? Wie funktioniert das? Was naheliegend ist, aber nicht funktionieren kann, ist, wenn wir sagen, ja, eigentlich machen wir das so technisch, dass das irgendwie alles miteinander verbunden ist. Also, dass ich mache einfach eine Schulstunde, so wie ich das immer mache. Und dann gibt es einfach ein paar Schülerinnen und Schüler, die nehmen von zu Hause aus an dieser Schulstunde teil. Das wird nicht funktionieren. Das hat einen einfachen technischen Grund. Den kann ich Ihnen hier mit einem Video von Ulf Neumann zeigen, der so einen Roboter vorführt. Also er bewegt sich jetzt hier im Zimmer und dieser Roboter, ich glaube, der kostet ungefähr 900 Euro, der dann auch noch mit Mikrofonen ausgestattet ist, der folgt ihm jetzt. Also der merkt, woher die Tonquelle kommt oder wer die Person ist und nimmt ihn immer auf, wenn er sich im Zimmer bewegt. Also es braucht Mikrofontechnik, es braucht Kameratechnik, die einfach in den meisten Lernräumen gar nicht vorhanden ist, dass man nicht davon ausgehen kann, dass es technisch möglich ist. Also wenn ich guten Präsenzunterricht habe, bei dem kooperative Lernformen vorkommen, bei dem eine Methodenvielfalt vorkommt, die eine hohe Lernintensität hat, dann ist es sehr, sehr schwierig, den technisch so abzubilden, dass man zu Hause alles mitbekommt. Das ist das eine. Zweitens, wenn man sich von zu Hause aus beteiligen will, dann muss die Lehrperson eigentlich in dieser Videokonferenz aktiv sein und sie muss wahrnehmen können, ganz viele Signale, die auch digital gegeben werden können. Also ich kann zum Beispiel aktiv zuhören. Da denkt man, ja gut, das ist etwas, was face-to-face gut funktioniert. Wir haben Augenkontakt, ich habe Mimik, Gestik, mit der ich reagiere. Ich sage ab und zu, ich habe es verstanden oder irgendwie sehen Sie mir an, wie ich mich fühle. Dasselbe. Aktives Zuhören gibt es auch im digitalen Raum,
Aber dafür muss ich überhaupt wahrnehmen, wie jemand zuhört. Also eine Lehrkraft, die in einem Präsenzunterricht auch noch gleich eine Videokonferenz bedient, die müsste eigentlich an beiden Orten 100% Aufmerksamkeit haben. Das kann nicht gehen. Das heißt, das würde dann wieder zu Teamteaching oder sowas führen, wo jemand die Videokonferenz moderiert und jemand Präsenzunterricht macht. Das kann so funktionieren. Aber technisch, didaktisch, aufmerksamkeitsökonomisch und auch vom ganzen Personalmanagement her funktioniert diese Idee nicht, dass ich sage, hier, ich habe ein Modul und das findet gleichzeitig in Präsenz- und Distanzunterricht statt. Also das kann man so vergessen. Das heißt, wir sind hier wie wieder am Reißbrett und müssen uns überlegen, kann ich etwas so vorbereiten, dass man es zu Hause asynchron erledigen kann, aber auch im Unterricht synchron. Ist das überhaupt sinnvoll? Geht das? Das kommt stark wieder aufs Fach, auf die Lerngruppe an. Es gibt natürlich Varianten, die man einführen kann. Ich kann das Ihnen jetzt, ich kann die Modelle etwas verfeinern. Ich kann sowas machen wie eine Fishbowl. Das heißt, es gibt einen inneren Kreis, der ein Thema diskutiert, der vielleicht Experimente macht, Dinge ausprobiert. Und dann gibt es BeobachterInnen, die von außen zuschauen und die dazu da sind, gewisse Feedbacks zu machen, die vielleicht ein Protokoll schreiben, die Erkenntnisse vertiefen. Also wenn ich eine Funktionsbeschreibung mache und sage, die von zu Hause aus lernen, die nehmen auch an etwas teil, an einem Event, aber sie haben eine Rolle, die auf ihre technischen Möglichkeiten zugeschnitten ist, dann super. Also wenn wir wie sagen, zum Beispiel jemand recherchiert, sucht nach Zusatzinformationen und wird dann zugeschaltet und erklärt dann kurz, was jetzt im Präsenzunterricht alles noch nicht gesagt worden ist, dann super, dann kann das sehr gut funktionieren. Aber das erfordert hohes didaktisches Geschick und auch Schülerinnen und Schüler, die diese Rollen gut verstehen und Lust haben, die auch so umzusetzen. Eine Variante, die jetzt von Philipp Stade ausgearbeitet worden ist, ist, dass wir vorschalten so etwas wie eine Online-Instruktion und eine Arbeitsphase haben, in der Schülerinnen und Schüler Tandems bilden. Also ich mache vielleicht Zweiergruppen, ich könnte vielleicht auch Drei- oder Vierergruppen machen von Schülerinnen und Schülern, die so Lernteams bilden. Die erhalten beispielsweise ein Video oder eine andere Form von Online-Instruktion zu einem Lernthema und einen Auftrag, wo wir sagen, jetzt entsteht ein Lernprodukt oder so setzen Sie sich jetzt mit diesem Thema auseinander. Das sollten Sie am Schluss können. Danach kommt eine Präsenzphase, in der es möglich ist, Fragen zu stellen, in der die Lehrkraft Vertiefungsangebote macht, und zwar zuerst für die eine Lerngruppe, dann für die nächste. Und dann wird eigentlich das Thema abgeschlossen. Das ist jetzt hier nicht sichtbar auf dieser Übersicht. Dann kommt die nächste Lernphase mit denselben Lerngruppen, wiederum Online-Instruktion, wiederum einmal Fragen Vertiefung und dann noch einmal Fragen Vertiefung, so dass das dann eigentlich sehr gut funktioniert. Ich habe dieses Modell so umgesetzt, dass ich in diesem Modul, das ich eigentlich Modul 1 und Modul 2 ausgetauscht habe, das heißt, das eine Modul war Analyse, ich habe Podcasts gehört mit Klassen, Modul 1 war Analyse von ausgewählten Podcasts, Modul 2 war Umsetzung eines eigenen Podcasts. Und jetzt haben die Klassen immer, die, die zu Hause waren, haben eigene Podcasts aufgenommen und als sie wieder in die Schule kamen, haben wir uns die Podcasts angehört, haben sie besprochen, haben sie ausgewertet und daraus entstand dann eigentlich der nächste Auftrag. Das heißt, zu Hause aktiv sein, Podcasts aufnehmen, in der Schule zuhören, Podcasts auswerten, Analyseinstrumente entwickeln, aus denen dann wiederum Erkenntnisse entstehen für die Phase zu Hause. Also diese Vernetzung funktioniert sehr gut, wenn man sich im Präsenzunterricht die Lernprodukte aus dem Distanzunterricht anschaut. Das ist ein Good Practice, von der ich schon auch von anderen Kolleginnen und Kollegen gehört habe, dass es sehr gute Ergebnisse gibt. Das hier ist noch einmal ganz ähnlich mit Flipped Classroom, dass man sagt, ja, ich habe Online-Instruktion, dann Arbeitsphase und eine Lerngruppe macht diese Arbeitsphase oder die Vertiefung im Schulzimmer, im Klassenzimmer und die anderen machen es zu Hause, dass ich dann abwechsle und so eigentlich auch immer eine Lerngruppe beobachten kann und dann vielleicht ein Feedback auch bekomme, wie gut war diese Instruktion, die es in diesem Flipped Classroom gegeben hat.
Das ist durchaus auch denkbar und sinnvoll, aber mit einem sehr, sehr hohen Aufwand verbunden. Also wenn ich jetzt für jede kommende Lerneinheit eine Online-Instruktion machen müsste, das kann ich so nicht stemmen. Also ich könnte es jetzt nicht stemmen für meine Klassen und ich denke, so geht es den meisten Lehrkräften. Deshalb sind solche Modelle natürlich sehr, sehr reizvoll, wenn das so geht, aber es darf einfach auch nicht zu einer Überlastung der Lehrenden kommen. Und damit komme ich zum Fazit, wo das auch schon steht. Keine Überlastung ganz unten, das scheint mir sehr wichtig zu sein. Entscheidend ist ebenfalls, dass die Lernenden einbezogen werden, dass man von ihnen aus denkt, dass man sich überlegt, wie sieht so ein Tag für eine Schülerin oder einen Schüler in diesem Hybridunterricht aus. Das haben Unis gar nicht gemacht. Die haben beispielsweise vergessen, dass wenn jemand Präsenzveranstaltungen an der Uni hat und danach Videokonferenzen machen muss, dass diese Studierenden Orte brauchen, wo sie an diesen Videokonferenzen teilnehmen können und solche Dinge sich überlegen und mit den Lernenden zusammen sagen, wie war die Woche, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, war das Ritual gut, sollen wir da was ändern? Das scheint mir sehr wichtig zu sein. Präsenzunterricht sollte nicht Wissensvermittlung sein, sondern genutzt werden, weil der seltener wird für Reflexion, für Austausch, für das Einbringen von Perspektiven. Und Lehrkräfte sollten Schülerinnen und Schüler ganz stark unterstützen, dass sie asynchrone und kooperative Lernphasen planen können. Also der Hybridunterricht ist eine enorme Chance zu sagen, du musst verantwortlich sein für dein Lernen, du musst dein Lernen planen, du musst ganz bewusst Lernschritte in eine Ordnung bringen. Und das zu machen, das sollte nicht als eine Belastung empfunden werden, sondern als eine Chance, für die es auch genügend Zeit braucht. Und bei der Überlastung, da meine ich die Eltern, die nicht überlastet werden sollen. Also der Distanzunterricht soll nicht eine Zusatzbelastung für die Eltern sein, die ganz viele eigene Probleme haben, für die die Situation auch überhaupt nicht einfach ist. Die sollten nicht zu Ersatzlehrerinnen werden müssen. Sollte keine Überlastung der Lernenden sein, die plötzlich viel, viel mehr tun müssen. Also neben dem ganzen Stoff noch diese Lernprodukte, so geht es nicht, sondern der Stoff muss in den Hintergrund treten. Das ist längerfristig ohnehin so, dass wir nicht von Stoff ausgehen sollten. Und auch nicht für die Lehrenden, die beispielsweise viel, viel mehr vorbereiten, viel, viel mehr Feedback geben müssen. So kann es nicht funktionieren. Also man müsste wie Eltern, Lernende und Lehrende immer wieder fragen, wie sieht es mit deiner zeitlichen Belastung aus? Kannst du das so weitermachen? Ist es ein nachhaltiges Modell? Wenn man die anfänglich vielleicht vorhandenen Energien in einem Katastrophenszenario so nutzt, dass man denkt, die werden über Monate abrufbar, dann wird das zu einer enormen Belastung, auch zum Kollaps des Systems führen. Das darf man nicht. Man muss wirklich Dinge tun, die auch Erholungsphasen beinhalten, die Lernen auch so machen, dass man nicht sagt, das Lernen ist für mich ein Stress, sondern das Lernen funktioniert so auch lebenslang, längerfristig. Ich danke fürs Zuhören. Ich bin Philipp Wampfer. Wenn Sie mehr von meinen Videos sehen möchten, dann gerne ja, jetzt hier Digi-Fernunterricht und bis bald.